Premiere für den ersten Wirtschaftstreff am Plärrer. Eingeladen hatten Hasenbräu, die Augsburger Allgemeine, ATV und Hitradio RT1. Frei weggesagt halte ich es zunächst einmal für eine saugute Idee, dass sich die Wirtschaft trifft, auch hier im Bierzelt auf dem Plärrer. Wir wissen von der berühmten Wiesn, dass die besten Geschäftsabschlüsse und viele gute Entscheidungen auf der Wiesn angebahnt werden. Warum sollte es in Augsburg nicht auch so sein? Und insofern ist das womöglich ein Auftakt für eine schöne Reihe, die man künftig Jahr für Jahr durchführen kann. Rund 200 Gäste aus den Bereichen Wirtschaft, Sport, Medien und Politik wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen. Spezialgast des Abends, der bayerische Finanz- und Heimatminister Markus Söder. Auf einer Bühne stellt er sich den Fragen von ATV-Moderatorin Silvia Laubenbacher. Augsburg ist eine der großen Metropolen. Eine Schwabenmetropole. Deswegen gebe ich mir Mühe, Augsburg, lieber Oberbürgermeister, wo es nur geht, zu unterstützen, weil ich finde, Augsburg ist nicht irgendein Anhängsel von München, sondern ein eigenständiges Kraftzentrum. Davon bin ich überzeugt. Super! Also bei Augsburg ist ja ein bisschen das Problem. Ich versuche ja, möglichst viel Geld in die Region zu bringen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es immer jeder will. Das sind nur wenige, ganz wenige, die da Nein sagen würden. Also und die kriegen wir auch noch klein. Da hinten sitzt so ein Kliniktisch. Die Klinik wird ja ausgebaut zu einem wirklich überregionalen und bedeutenden Medizinzentrum. Das ist schon mal sehr gut. Wir bauen die Universität weiter aus, und zwar ganz massiv. Man muss aber dazu sagen, die schwäbische Wirtschaft ist eine der stärksten in ganz Deutschland. Deswegen darf übrigens auch das Selbstbewusstsein in der Region durchaus wachsen. Ich kenne das aus Nürnberg, aber es gibt nicht viel Stärkeres als Schwaben in Deutschland und wahrscheinlich in ganz Europa. Dafür darf übrigens und darauf dürft ihr auch ein Stück stolz sein. Ich bin wirklich gern gekommen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich mag Augsburg ganz gern. Mir gefällt es hier, ich finde es eine schöne Region und ich finde, mir gefällt es auch, weil ich finde immer so, in Bayern kommt es Schwaben, ja, obwohl es so erfolgreich ist. Da wird über alle Probleme diskutiert, aber immer zu wenig über Schwaben. Und ich war schon in der Jungen Union, das muss ich jetzt mal sagen. Die Jungen Union Schwaben war immer super. Die Jungen Union Schwaben war die erste JU, die damals gesagt hat, Markus, du musst die Nummer 1 bei der Jungen Union in Bayern werden. Und ich finde, die sollen sich den Gedanken behalten. Ja? Und deswegen bin ich eigentlich immer gern da. Und es freut mich, auch wenn ich manchmal leide darunter, obwohl ich mich jetzt mittlerweile freue, ich gönne es ja und wünsche, dass der FC Augsburg wirklich super spielt, ja. Weil ich als Clubfan im Moment, also früher haben wir eine Chance gehabt, im Moment schafft man nicht einmal Braunschweig. Insofern haltet irgendwie die Fahne hoch. Es muss außer dem FC Bayern noch ein paar andere gute Bundesliga-Vereine geben. Drücke die Daumen. Viel Lob und Anerkennung also für Augsburg und Schwaben vom Minister Söder. Wir haben es ihm auch ein gutes Stück mit zu verdanken, dass wir Metropolfunktion so gedacht bekommen haben. Wir sind Metropole und das bedeutet, dass wir in Sachen Förderung auch und gerade für Belange der Wirtschaftsentwicklung beim Freistaat Bayern gut vorstellig werden können und zwar für Augsburg und die gesamte Region. Ein guter Auftakt für den Wirtschaftstreff am Plärrer.